Herzlich willkommen zu unserer letzten Station auf der Reise durch das Steuerrecht im Jahr 2023. Ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind oder auch vielleicht zum ersten Mal. Sie haben auch insofern die Möglichkeit, noch wenn Sie vielleicht heute zum ersten Mal da sind, aber die anderen Themen an den Vortagen Ihnen auch Sie auch interessieren, sich diese im Nachgang nochmal anzuschauen. Wir haben alles aufgezeichnet und Sie kriegen auch im Nachgang noch einmal einen Link, wo Sie die Aufzeichnung als auch die Präsentation finden. Die Präsentation sollten Sie im Vorfeld auch bereits erhalten haben. Hier gab es heute eine entsprechende Mail an Sie. Noch ein organisatorischer Punkt. Wir haben eine Q&A-Session so, dass Sie die Möglichkeit haben, unter Q&A auf Ihrer Zoom-Leiste dann, wenn Sie das anklicken, Fragen zu stellen, die wir, wenn es die Zeit zulässt, im Rahmen der Veranstaltung heute auch schriftlich beantworten. Soweit kurze Vorrede und dann würde ich auch schon gleich zu den heutigen Referenten kommen. Wir haben einmal die Michaela Leitner aus unserem Münchner Büro. Sie ist bei Business Tax Deloitte Private als Steuerberaterin aktiv. Und wir haben Ronny Spors. Er ist in unserem Global Employer Services Team in Düsseldorf tätig. Soweit von meiner Seite die kurze Vorstellung der Referenten. Und dann würde ich auch schon an dich übergeben, Michaela, um durch das heutige Programm zu führen. Mute. Dietmar, vielen herzlichen Dank für die Einführung. Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Session Lohnsteuer und private Einkommensteuer. Wir haben in bewährter Weise die Themen für Sie vorbereitet und strukturiert. Werden beginnen mit allgemeinen steuerlichen Hinweisen, dann mit zwei speziellen Themen für Immobilienbesitzer und Kapitalanleger. Zum Schluss dann noch die Hinweise für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, einige Veranstaltungshinweise. Und im Anhang zur heutigen Präsentation finden Sie eine Checkliste zum Jahreswechsel, die sich auf die vier Themenbereiche bezieht, die wir Ihnen vorstellen, die wir nicht im Detail besprechen, aber wo ich Ihnen auch noch den ein oder anderen Hinweis dazu geben möchte. Dann würde ich sagen, dass wir gleich beginnen mit dem ersten Thema, nämlich mit den allgemeinen steuerlichen Hinweisen. Hier beginnen wir mit dem Bereich der Gesetzgebung. Hier nochmal eine Übersicht, die Sie vielleicht schon aus den anderen drei Sessions, wenn Sie dabei waren, kennen. Welche Gesetze sind im Jahr 2023 relevant, beziehungsweise werden im Jahr 2024 relevant? Und auch ganz wichtig, momentan der Stand der zwei neuen Gesetze, Zukunftsfinanzierungs- und Wachstumschancengesetz. Das erste ist ja mittlerweile beschlossen. Das Wachstumschancengesetz, haben Sie vielleicht auch in der Presse verfolgt, ist in den Vermittlungsausschuss gegangen und worauf man sich letztendlich dann vielleicht bis zum 15.12. einigt, ist momentan noch nicht im Detail absehbar. Aber alles aus diesen Gesetzen, was relevant ist für den Bereich Lohnsteuer und private Einkommensteuer, werden wir Ihnen in der heutigen Session vorstellen unter den jeweiligen Themenpunkten, die wir für Sie vorbereitet haben. Nämlich was den Grundfreibetrag betrifft, die Progressionsstufe und das Eintreten des Spitzensteuersatzes. Da sehen Sie diese neuen Werte ab 2024, insbesondere der Grundfreibetrag, werden dann auch in die Steuertabellen eingearbeitet, auch in die Lohnabrechnungsprogramme dann
für die Arbeitgeber. Ebenfalls im Inflationsausgleichsgesetz waren bereits geregelt Dinge zu Kindergeld und den Kinderfreibeträgen für die Jahre 2023 und 2024. Und da sehen Sie, beim Kindergeld gibt es keine Veränderung kommendes Jahr im Vergleich zu heuer. Es ist der gleiche Betrag an Kindergeld je Kind. Hier ist die Staffelung entfallen. Der Kinderfreibetrag pro Kind wird sich in 2024 nochmal etwas erhöhen und damit auch der Kinderfreibetrag pro Elternpaar. Der Kindergeldzuschlag für Familien mit kleineren Einkommen bleibt bei 250 Euro und auch der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird in 2024 so bleiben, wie Sie ihn aus 2023 schon kennen. Ganz wichtig vielleicht noch aktuelle Fristen zur Abgabe von Steuererklärungen. Das gilt sowohl für die Unternehmenssteuererklärungen als auch für Ihre private Steuererklärung, die soweit Sie beraten sind bei Ihrer Steuererklärung, haben Sie für 2022 sogar noch etwas Zeit bis Juli nächsten Jahres, wenn Sie Ihre Steuererklärung selber machen, hätten Sie sie schon bis zum 30.09.23 abgeben müssen. Für 2023 haben Sie dann Zeit bis August 24, beziehungsweise die beratenden Steuerpflichtigen bis zum 31.05.2025. Sie sehen, bei den Abgabefristen wirkt die Corona-Zeit noch ein bisschen nach, wo ja die normalen Fristen alle etwas verlängert wurden. Soweit diese Karenzzeiten oben gelten, so lange werden auch Verspätungszuschläge noch nicht erhoben für die Abgabe der Steuererklärung und auch die Verzinsung von eventuellen Steuererstattungen oder Steuernachzahlungen. Der Zinslauf verlängert sich für die oben genannten Jahre auch entsprechend der Verlängerung der Karenzzeit. Das wäre es zu den allgemeinen Hinweisen schon gewesen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Sie sehen auf all unseren Folien unten einen kleinen Link oder einen Hinweis auf die Deloitte Tax News. Das ist unser jeweiliger Newsletter, der regelmäßig erscheint. Und zu den Themen, die wir heute präsentieren, wo wir in diesen Tax News bereits Informationen veröffentlicht haben, finden Sie auf der jeweiligen Folie den Link, wo Sie dann das ein oder andere nochmal etwas intensiver nachlesen können. Dann kommen wir auch schon zu den Hinweisen für die Immobilienbesitzer. Und für die darf ich an meinen Kollegen Ronny Spors übergeben. Ja, vielen Dank. Für Immobilienbesitzer haben wir auch zwei, ich denke, ganz interessante Themen mitgebracht. Zum einen hat der Gesetzgeber sich einiges überlegt, um den Wohnungsbau zu fördern. Ist ja nun bekannt, dass in Deutschland Wohnungen fehlen und hat da oder plant da, ist noch ist es ja nicht final verabschiedet, aber plant da entsprechende Erleichterung, insbesondere verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten. Zum einen hätten wir da geplant im Wachstumschancengesetz eine degressive Abschreibung für neue Wohngebäude von 6%. Die ist entsprechend anzuwenden, wenn die Gebäude nach dem 30.09.23 und vor dem 1.10.2029 hergestellt oder angeschafft werden. Wobei bei Anschaffung immer auch das angeschaffte Gebäude entsprechend Neubau ist. Also man kann jetzt nicht sozusagen durch Ringtausch alte Gebäude dann in eine verbesserte Abschreibung bringen. Also hier ist das deutliche Ziel, durch den Wohnungsbau zu fördern und dementsprechend diese Abschreibungsmöglichkeiten auf neue Wohngebäude. Ähnlich verhält sich es bei der Abschreibung, die es jetzt schon gibt, nämlich eine Sonderabschreibung
für neue Wohngebäude. Die ist geknüpft, wie gesagt, die Regelung gibt es aktuell schon, im Paragraph 7b ESTG, dass das Gebäude für im Jahr der Herstellung oder Bau und in den neuen folgenden Jahren halt entgeltlich vermietet wird. Nur dann kann ich Gebrauch machen von dieser Abschreibung, wenn ich im Nachhinein die Voraussetzungen nicht erfülle, weil ich halt vor den, ich sag mal, 10 Jahren Vermietung das Gebäude eben nicht mehr für Vermietungszwecke verwende, dann muss rückwirkend auch die Sonderabschreibung zurückgedreht werden. Also kann ich dann entsprechend nicht profitieren. So, hier ist geplant, die bisherige Regelung zu erweitern. Das heißt also, die Gültigkeit soll von bisher 2027 auf 2029 ausgeweitet werden. Und auch der Umfang der förderfähigen Gebäude soll erweitert werden. Zum einen, dass der Preis, der Anschaffungspreis, / Herstellungspreis des entsprechenden Wohngebäudes angehoben wird von 4.800 Euro je Quadratmeter Wohnfläche auf 5.200. Da ist man sich also durchaus bewusst, dass in letzter Zeit auch die Baukosten gestiegen sind. Und die Bemessungsgrundlage, das heißt also der Wert, auf den ich die Sonderabschreibung nutzen kann, wird angehoben von bisher 2.000 Euro pro Quadratmeter auf 4.000 Euro pro Quadratmeter. Das heißt also, hier wird deutlich der Abschreibungsumfang, die Abschreibungsmöglichkeit erweitert. Nichtsdestotrotz, und das sagte ich ja zu Beginn dieses Absatzes, Grundvoraussetzung, nämlich dass es sich um ein neues Gebäude handeln muss und dieses neue Gebäude im Jahr der Anschaffung, / Herstellung und den neuen folgenden Jahren für Vermietungszwecke genutzt werden muss, an denen hat sich da insoweit nichts geändert. Eine weitere Änderung, die jetzt nicht unbedingt den Wohnungsbau fördern soll, aber der Verwaltungsvereinfachung dienen soll, ist die Regelung, dass geringe Mieteinnahmen, also Mieteinkünfte von maximal 1.000 Euro im Jahr steuerfrei bleiben sollen. Das heißt, da muss man dann auch grundsätzlich keine Steuererklärung abgeben, sondern kann halt entsprechende Mieteinnahmen steuerfrei vereinnahmen. Ob das in der Praxis groß Sinn macht, das sei mal jetzt erstmal dahingestellt, weil natürlich, wenn ich Verluste mache aus meinem Vermietungsobjekt, gerade vielleicht, weil ich entsprechende Abschreibungen nutze, dann kann ich die natürlich nur geltend machen und vortragen lassen oder halt verrechnen mit anderen Einkünften, wenn ich eine entsprechende Erklärung abgebe. Das heißt also, in wie vielen Fällen es wirklich da zu einer Verwaltungsvereinfachung in Form von Nichtabgabe von Steuererklärungen beziehungsweise V&V-Anlagen kommt, sowohl auf Seiten der Steuerpflichtigen als auch auf Seiten der Finanzverwaltung, ist fraglich. Es ist auch fraglich, ob die ganze Regelung am Ende des Tages wirklich im Gesetz bleibt. Also der Bundesrat hat da schon Widerspruch für eingelegt an der Stelle. Und vor dem Hintergrund bleibt es also hier abzuwarten, ob die Regelung so kommt oder nicht kommt. Wichtig nochmal, diese 1.000 Euro ist eine freie Grenze, das heißt also, mache ich Einnahmen von über 1.000 Euro, also 1.100, 1.200 oder halt deutlich mehr, dann ist der gesamte Betrag steuerpflichtig, ja, und nicht nur der, der über die 1.000 hinausgeht. So also die Wirkung der Freigrenze. Das waren die Hinweise, die wir mitgeben wollen im Rahmen von Gesetzesänderungen. Als nächstes haben wir auch interessant für Immobilienbesitz, aber nicht nur für diese, noch Aktuelles aus der Finanzverwaltung, die sich positioniert hat zur Frage, wie mit Photovoltaikanlagen umzugehen ist und wie die Steuerbefreiung, die ja jetzt im § 3 Nummer 72 Einkommensteuergesetz geregelt ist, umgesetzt werden soll. Dazu sind mehrere BMF-Schreiben ergangen. Wir haben ihnen die aufgelistet und die kann man relativ gut lesen. Die sind also im Gegensatz zu manch anderem Schreiben verständlich, haben auch die Beispiele beinhaltet, die das Ganze greifbar machen, sodass also hier durchaus, wenn man mal Bedarf besteht, also gerade in besonderen Formen der Photovoltaikanlagen im Betriebsvermögen und so weiter, durchaus mal nachgelesen werden kann.
Was ist die Grundregel? Nun, der Paragraph 3 Nummer 72 sagt ja, dass Einnahmen aus Photovoltaikanlagen steuerfrei bleiben, wenn sie bestimmte Größenanforderungen einhalten. So, und da wird immer abgestellt auf die Leistung der Anlage, ne, fachmännisch Peak genannt. Das heißt so die Maximalleistung, die so eine Anlage halt in das Netz einspeisen kann, unabhängig davon, wie viel, ich sag mal, Solarstrom wirklich durch die Paneele erzeugt werden kann, ist es das, was die Anlage maximal einspeisen könnte. Das ist also dieser Peak. Und das ist der Richtwert für die Einteilung der Anlagen in diese entsprechenden Größenordnungen. Und da soll es so sein, dass bei einem Einfamilienhaus, also einem Gebäude, für den Betreiber der entsprechenden Anlage, das kann ein Steuerpflichtiger sein, das kann auch eine Mitunternehmerschaft sein, bis 30 Kilowattstunden, bis 30 kW Peak, diese Anlage dann als begünstigt im Sinne von steuerfrei gesehen wird. Wichtig, das ist eine anlagenbezogene Betrachtung. Das heißt, wenn ich auf einem Gebäude verschiedene Anlagen habe, die im Zweifel auch von verschiedenen Betrieben werden, dann sind die voneinander getrennt zu betrachten. Ja, also das ist insoweit pro Anlage zu sehen und dann halt auch pro Betreiber. Und hier auch ganz wichtig, Betreiber ist nicht immer und muss auch nicht immer der Eigentümer des Gebäudes sein, sondern derjenige, dem die Anlage gehört und der die Anlage betreibt, der ist hier entsprechend für die Betrachtung heranzuziehen. Gut. Wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe, also mehr als ein Familienhaus, dann gilt die Grenze von 15 Kilowatt Peak pro Wohneinheit. Und das Ganze bricht sich vom Prinzip auch runter auf gemischt genutzte Gebäude, wo ich dann also sozusagen je Einheit, Wohneinheit oder Gewerbeeinheit entsprechend 15 kW habe, die dann steuerfrei bleiben können. Und wenn ich eine Gewerbeimmobilie habe, die jetzt nicht aus mehreren Einheiten besteht, dann habe ich da auch die ähnliche Grenze, nämlich von 30 Kilowatt Peak. Wichtig auch nochmal festzuhalten, Nebengebäude zählen mit in das sozusagen zum Gebäude rein. Das heißt also, wenn ich auf meiner Garage noch ein paar Solarpaneele extra aufgebaut habe, dann gilt das zusammen mit der Anlage, die auf dem Haus steht. Da habe ich voneinander getrennte Gebäude, die auch getrennt genutzt werden, dann und es sind bautechnisch getrennte Anlagen, dann sind die Anlagen voneinander zu unterscheiden und separat zu bewerten. So, was hat das zur Folge? Zur Folge, wie gesagt, dass ich alle Einnahmen, die ich damit erziele, aber auch natürlich im Umkehrschluss alle Ausgaben steuerlich nicht weiter wahrnehmen kann. Das heißt also den Eigenverbrauch des Stroms, den Verkauf des Stroms, wenn ich ins Netz einspeise und ähnliches, stellt halt dann keine steuerpflichtige Einnahme dar. Dementsprechend auch die Unterhaltskosten der Anlage stellen halt keine steuerlich mindernden Ausgaben dar. Wie gesagt, Besonderheiten gibt es im Rahmen von Gewerbebetrieben. Da verweisen wir sehr gerne auf die entsprechenden BMF-Schreiben. Und ein abschließender Hinweis hierzu, wir haben hier eine Grenze pro Anlage. Es gibt aber dazu parallel auch eine Grenze pro Steuerpflichtigen, Schrägstrich pro Mitunternehmerschaft. Das heißt, die einzelnen Anlagen, die hier steuerbegünstigt sind, also die Höchstgrenze von 30 beziehungsweise 15 kW pro Wohneinheit oder Gewerbeeinheit nicht übersteigen, dürfen bei einem Steuerpflichtigen in Summe auch nicht 100 Kilowatt Peak übersteigen. Da wird aber sehr eng abgegrenzt zwischen dem Steuerpflichtigen und dem, was ein Steuerpflichtiger eventuell im Rahmen einer Mitunternehmerschaft noch hat. Das wird also nicht herausgerechnet oder anteilig betrachtet, sondern der Steuerpflichtige ist sozusagen einmal zu betrachten. Der kann 100 kW in verschiedenen Anlagen haben. Und wenn er noch Teil einer Mitunternehmerschaft ist, dann kann diese Mitunternehmerschaft, an der er beteiligt ist, nochmal 100 kW haben. Ne? Und wenn es da Mischformen gibt, dann ist immer auf die Mitunternehmerschaft beziehungsweise den jeweiligen Steuerpflichtigen, wenn er allein Betreiber der Anlage ist, abzustellen. Und wie ich vorhin schon sagte, ne, mehrere Anlagen auf einem Gebäude sind dem jeweiligen Betreiber der entsprechenden Anlage zuzurechnen. Das kann eine Mitunternehmerschaft sein, zum Beispiel wenn das Ehegatten sind, die die Anlage zusammen betreiben. Das können aber auch verschiedene Steuerpflichtige sein, wenn halt der eine die eine Anlage und der andere die andere Anlage entsprechend betreibt.
Hier also durchaus Erleichterung, insbesondere weil man ja hoffentlich über die lange Zeit mit solchen Anlagen auch durchaus einen leichten Überschuss erwirtschaftet, dass man hier also entsprechende Ermittlungen der Einkünfte entsprechend nicht machen muss. Das soll es dann auch zu den Photovoltaikanlagen gewesen sein. Und wir gehen weiter aus dem Bereich der Immobilien hin in den Bereich der Kapitalanlagen und dürfen da zuerst auch wieder in die Gesetzgebung gehen. Auch hier nochmal, heute ja schon mal, keine Neuregelung, sondern ein Gesetz, was jetzt schon ein bisschen älter ist, nämlich das Jahressteuergesetz 2022. Mit dem sind ein paar Regeln eingeführt worden, die für das Steuerjahr 2023 relevant sind. In dem befinden wir uns ja aktuell und deswegen wollten wir das durchaus nochmal zu Ihrer Aufmerksamkeit bringen. Das eine, was geregelt wurde, ist, dass die, wenn es Verluste aus Kapitaleinkünften gibt, dass die entsprechend, bevor sie festgestellt werden und dann halt entsprechend vor- oder rücktragsfähig sind, erstmal bei zusammenveranlagten Ehegatten in den gemeinsamen Verlustausgleich gehen. Das heißt also, wenn einer der Ehepartner Gewinne macht, der andere macht Verluste, dann werden die erstmal untereinander ausgeglichen, bevor halt ein Verlust bei einem der Ehepartner festgestellt und dann in andere Veranlagungszeiträume übertragen werden kann. So, die Regelung gilt seit diesem Veranlagungszeitraum, wird also insbesondere für die Einkommensteuererklärung des Jahres 2023 Relevanz entfalten. Ebenfalls bereits mit Wirkung 2023 wurde mit dem Jahressteuergesetz 2022 der Pauschbetrag erhöht. Man kann ja Kapitaleinkünfte in der Vergangenheit bis 801 Euro pro Person waren steuerfrei. Das wurde angehoben auf 1.000 Euro, bei Verheirateten entsprechend 2.000 Euro und entsprechend dieser Erhöhung wurden bereits automatisch zu Beginn des Jahres die Freistellungsbescheinigungen, Freistellungsaufträge, die bei den entsprechenden Banken eingereicht wurden, quotal entsprechend erhöht, so denn der Steuerpflichtige nicht eine anderweitige Verteilung dieser Freibeträge bei den Banken halt vorgenommen hat. Also insoweit ist das ein Thema, was vom Prinzip schon umgesetzt wurde, wenn denn ein Steuerpflichtiger den bisherigen vollen Freibetrag schon verteilt hat bei den Banken. Eine weitere Regelung oder beziehungsweise mehr Klarstellung war, was auch zu Zinsen gehört. Also klassisch sind ja Zinsen Entgelt für die Bereitstellung von Kapital, was wie gesagt, üblicherweise ja von Banken und Kreditinstituten gezahlt wird, nur hat sich ja in der Vergangenheit jüngeren Vergangenheit ja durchaus auch einige Anbieter auf dem Markt etabliert, die, ich sage mal, nicht klassische Banken sind, sondern halt internetbasierte Dienstleistungen anbieten, im Zweifel auch nur Plattformen anbieten, die halt Marktteilnehmer zusammenbringen, ne? Also sogenanntes Crowdlending, wo also vom Prinzip Geldgeber und Geldnehmer zusammengebracht werden, aber untereinander dann Vereinbarungen abschließen. Wenn da entsprechende Zinsen gezahlt werden, was ja auch nicht unüblich ist, dann sollen die halt auch diesen Zinsbegriff entsprechend beinhalten und es wurde halt entsprechend da auch geregelt, dass solche Internetdienstleistungsplattformen, was es sich darunter zu verstehen ist und welche entsprechenden Aufgaben, hier in dem Fall halt Erfassung von Kapitalerträgen, diese dann entsprechend auch haben, vergleichbar dem, was Banken auch entsprechend haben. Auch diese Regelung, wie alle Regelungen auf dieser Seite, bereits seit dem 01.01.2023 in Kraft. Nächsten Punkt. Auch der hat mit Verlusten zu tun. Und zwar ist es ja so, ist ja nicht unbekannt, gibt es ja schon länger die Regelung, wenn ich Kapitaleinkünfte habe und ich habe Verluste, die bei einer Bank entstehen, dann werden diese bei dieser Bank mit Gewinnen verrechnet. Und zwar nur bei dieser Bank. Ja, und wenn die nicht ausgeglichen werden können, weil die Verluste die Gewinne übersteigen, dann werden sie bei dieser Bank vorgetragen, ja, und bleiben sozusagen bei dieser Bank dann erhalten, um halt mit Gewinn der Folgejahre verrechnet zu werden. So. Es gibt
kein unter den Banken stattfindenden Gewinn- und Verlustausgleich. Wenn aber ein Steuerpflichtiger das möchte, weil er halt bei einer Bank Gewinne gemacht hat, bei einer anderen Verluste, dann muss er sozusagen die Verluste von der einen Bank zur anderen Bank in Anführungsstrichen übertragen. Das funktioniert aber nicht sozusagen auf Bankenebene, sondern das funktioniert über die Einkommensteuererklärung. Das heißt also, der Steuerpflichtige kann sich die entsprechenden Verluste der einen Bank bescheinigen lassen. Dann löscht die sozusagen bei sich diese Verluste, weil sie ja sozusagen dem Steuerpflichtigen per Bescheinigung übergeben hat. Und der Steuerpflichtige kann dann diese Verluste im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung mit Gewinnen bei anderen Kreditinstituten verrechnen. So, das ist der große Vorteil dieser Aktion, ja, dass also entsprechend die Verluste nicht da liegen und ich auf andere Gewinne Steuern zahle, sondern halt ein sozusagen Interbankenverlust Ausgleich stattfinden kann, aber wie gesagt, auf Ebene der persönlichen Steuererklärung. Nachteil, ja, wenn ich den Verlust sozusagen abgerufen habe, dann ist er bei der Bank weg, würde ich also im Folgejahr Gewinne machen, dann würde ganz normal der Kapitalertragssteuer unterworfen, weil ich entsprechend ja den Verlust sozusagen abgehoben habe, durch Bescheinigung halt wegbekommen habe. Ganz wichtig hier, diese Bescheinigung ist zu stellen bis spätestens, der Antrag auf diese Bescheinigung ist zu stellen bis spätestens 15. Dezember des Jahres. Also ist da jetzt durchaus noch 2 Wochen Zeit, das in die Wege zu leiten, wenn man da betroffen ist und die Verluste entsprechend verrechnen möchte. Und diese Bescheinigung kann nicht rückwirkend beantragt werden. Und wenn man sie mal beantragt hat, dann kann sie nicht widerrufen werden. Das heißt also, dann habe ich die Verluste von der Bank sozusagen heruntergenommen und muss sie dann in meiner Steuererklärung verwenden. Ich kann sie also nicht wieder zurückgeben an die Bank. Das ist also insoweit eine Einbahnstraße, wenn ich mich dazu entscheide. Aber antragsgebunden, wenn ich nichts mache, passiert nichts, dann bleiben die Verluste halt bei der Bank liegen und werden irgendwann mit hoffentlich einsetzenden Gewinnen dann entsprechend verrechnet. So viel zu den Verlustverrechnungen. Ja, Ron, vielen Dank für deine Ausführungen. Und dann kämen wir schon zum vierten und eigentlich fast dem größten Punkt unserer heutigen Session, nämlich den Hinweisen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum diesjährigen Jahreswechsel. Und den haben wir aufgeteilt in die Bereiche Lohnsteuer und Sozialversicherung. Und wollen zunächst mit dem Thema Lohnsteuer beginnen. Auch dort zuerst wieder die Gesetzgebungsvorhaben beziehungsweise bereits in Kraft getretene Regelungen, die aber sowohl für das Jahr 2023 als auch für das Jahr 2024 noch relevant sind. Vielleicht erinnern Sie sich, im 2022 wurde eingeführt die Inflationsausgleichsprämie, die dann ab Ende 2022 bis einschließlich 31.12.2024 zur Auszahlung kommen kann. Und zwar durch den Arbeitgeber. Es ist eine freiwillige Prämie des Arbeitgebers, die in diesem Begünstigungszeitraum in einem Gesamtbetrag von maximal 3.000 Euro pro Person Lohnsteuer- und Sozialversicherungsfrei sowohl in Form von Bargeld als auch in Form von Sachbezügen gewährt werden kann. Entscheidend für die Steuerfreiheit und die Sozialversicherungsfreiheit ist, dass Sie diese Prämie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewähren, dass keine Gehaltsumwandlung möglich ist, dass Sie diese Prämie nicht anstelle eines sonst üblichen Weihnachtsgeldes bezahlen können oder ansonsten einer üblichen Jahresvergütung und dass das nur gewährt werden kann an Arbeitnehmer, die noch in einem aktiven Dienstverhältnis stehen. Also das heißt, Ihren Betriebsrentnern können Sie diese Prämie nicht bezahlen. Aber zu Arbeitnehmern in einem aktiven Dienstverhältnis gehören zum Beispiel auch Arbeitnehmer in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Da gehören auch Arbeitnehmer dazu, die in Elternzeit sind. Und zu diesen begünstigten Arbeitnehmern gehören natürlich auch Minijobber. Ja? Auch Minijobber sind rechtlich
ganz normale Arbeitnehmer in einem aktiven Dienstverhältnis. Und alles, was sie Minijobbern lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei gewähren können, wird nicht auf die monatliche Minijobgrenze angerechnet. Sinn und Zweck dieser Prämie ist, die gestiegenen Lebenshaltungskosten durch die steigende Inflation auszugleichen. Sie kann allen Arbeitnehmern gewährt werden unter Wahrung des sogenannten Gleichbehandlungsgrundsatzes. Es wird in der Regel die Meinung vertreten, dass sich innerhalb bestimmten Personengruppen grundsätzlich nicht anders behandeln kann, aber verschiedene Arbeitnehmergruppen in einem Unternehmen, also zum Beispiel Führungskräfte oder bestimmte Gruppen, eventuell ausnehmen kann von der Ausgleichsprämie. Wichtig ist, die Auszahlung muss über die Gehaltsabrechnung erfolgen. Das heißt, Sie brauchen dann eine entsprechende Lohnart für die Gehaltsabrechnung, die als lohnsteuerfrei und sozialversicherungsfrei geschlüsselt ist. Sie müssen nicht die 3.000 Euro auf einmal bezahlen, sondern Sie können innerhalb des Begünstigungszeitraums, also bis Ende 2024, können Sie auch den Gesamtbetrag in Tranchen auszahlen. Diese Methode haben viele Unternehmen gewählt, dass sie sozusagen jedes Jahr einen Teilbetrag dieser Prämie auszahlen. Wichtig ist, Sie müssen das im Lohnkonto aufzeichnen, aber eine Bescheinigung auf der Jahreslohnsteuerbescheinigung für diese Prämie erfolgt nicht. Nur die Aufzeichnung im Lohnkonto ist erforderlich und dass diese steuer- und SV-freien Bedingungen nachgewiesen sind. Es gibt auf der Internetseite vom Bundesfinanzministerium eine FAQ-Liste zur Inflationsausgleichsprämie. Da sind ausführliche Erläuterungen zu finden, auch zu der Frage zusätzlich geschuldeter Arbeitslohn, Teilzahlung und so weiter. Im Grunde kann man sagen, die ist sehr ähnlich gestaltet, wie Sie es von der Corona-Prämie kennen. Ja, also alles, was damals Voraussetzung war und wie die behandelt wurde, sehr, sehr ähnlich. Es ist ja auch der gleiche Paragraph, der 3 Nummer 11, nur ein anderer zusätzlicher Buchstabe. Also sehr vieles, was Sie von der Corona-Prämie kennen, ist auf die Inflationsausgleichsprämie analog anzuwenden. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz hatten wir schon angesprochen. Das ist mittlerweile verabschiedet, wird wirksam ab dem 1. Januar 2024 und zwar sowohl im Lohnsteuerabzugsverfahren als auch für den Veranlagungszeitraum 2024. Der erste entscheidende Punkt: Es gibt ja einen Freibetrag für die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung von Vermögensbeteiligungen an Mitarbeiter. Der war bisher 1.440 Euro und wird ab 2024 erhöht auf 2.000 Euro. Das gilt sowohl für bereits überlassene Vermögensbeteiligungen, für solche, die bereits zugesagt sind, aber erst ab 2024 übertragen werden und gelten natürlich auch für alle, die ab 2024 zugesagt werden. Der Kreis der begünstigten Unternehmen wird wesentlich erweitert. Also das heißt, auch größere Unternehmen können jetzt ihren Mitarbeitern die Vermögensbeteiligungen mit diesen Vergünstigungen anbieten, insbesondere auch dann geregelt im Paragraph 19a, der ja sehr eng verknüpft ist mit dem Paragraph 39. Der 39 macht die Freistellung eines gewissen Betrages, dieser Überlassung von den Vermögensbeteiligungen. Und der Paragraph 19a regelt dann die Versteuerung all dessen, was über diesen Freibetrag hinausgeht. Und hier sind die Regelungen so getroffen, und das ist eigentlich etwas, was in der Vergangenheit immer ein bisschen strittig war, ob wirklich der rechtliche Arbeitgeber selber die Beteiligung übertragen muss.
damit die Vergünstigung eintritt oder ob nicht auch der Gesellschafter des Arbeitgebers diese Vermögensbeteiligungen übertragen kann, was insbesondere jetzt in mittelständischen Unternehmen, wo es größere Privatgesellschafter gibt. Und das ist jetzt eigentlich klargestellt, dass diese Übertragungen auch begünstigt sind von dem 19a. Und auch die Konzernklausel wird jetzt klargestellt im Paragraph 19a, so wie es im 39 schon gibt. Das heißt, Unternehmen, die dem gleichen Konzern im Sinne des Paragraph 18 angehören, gelten als Unternehmen des Arbeitgebers. Das heißt, da, wenn Anteile von der Muttergesellschaft an Mitarbeiter der Tochtergesellschaft übertragen werden, gilt nicht nur der Freibetrag, sondern auch die Regelungen zur Versteuerung. Ganz interessant ist, dass oft wird da ja über große Summen gesprochen. Bei diesen denken Sie nur an Aktienoptionen oder solche Dinge. Da reden wir ja oft über größere Summen, die dann natürlich, wenn sie vergünstigt übertragen werden, den Freibetrag bei weitem überschreiten und dann natürlich zu nicht unerheblichen steuerlichen Belastungen führen bei den begünstigten Mitarbeitern. Vor allem dann, wenn die diese Beteiligungen halten und nicht sofort verkaufen. Manchmal sind da ja Veräußerungssperren gegeben bei der Übertragung, was ja den Zufluss nach geltendem Recht nicht hemmt. Ja. Und hier wird neu eingeführt die Möglichkeit, durch eine freiwillige Haftungserklärung des Arbeitgebers die Besteuerung aufzuschieben. Und das macht natürlich immer dann Sinn, aufzuschieben bis zu dem Zeitpunkt, wo die dann veräußert werden, weil dann der Mitarbeiter entsprechende Liquidität hat, um die Steuer zu bezahlen für die Übertragung der Vermögensbeteiligung. Allerdings kann ich das nicht ad infinitum machen, diese Besteuerung aufzuschieben, sondern spätestens 15 Jahren nach 15 Jahre nach Übertragung der Anteile muss besteuert werden. Und auch eine Regelung wird getroffen für den Rückerwerb der Anteile. Ich sehe gerade, dass eine Teilnehmerin ihre Hand gehoben hat, weil sie offensichtlich eine Frage hat und möchte ganz gern noch mal den Hinweis bringen, dass wir die Fragen bitte, dass sie die in die Q&A-Funktion eingeben. Und die Kollegin Georgina Beck Ihnen dann diese Frage auch kurz schriftlich beantworten wird. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz ist sozusagen verabschiedet. Also was wir gerade gehört haben zu den Vermögensbeteiligungen, ist in der Tat durch alle parlamentarischen Hürden und kann zum 01.01.24 in Kraft treten. Etwas anders sieht es aus mit dem Wachstumschancengesetz, das auch einige Maßnahmen plant in dem Bereich der Lohnsteuer. Allerdings, da es in den Vermittlungsausschuss gegangen ist, ist es noch ein bisschen unsicher, ob diese Regelungen, diese geplanten, dann auch tatsächlich so durchgeführt werden und so umgesetzt werden. Man muss ja auch immer dran denken, Dinge, die den Steuerpflichtigen begünstigen, belasten natürlich irgendwo den Staatshaushalt. Und in der aktuellen Diskussion über die großen Defizite ist zu befürchten, dass vielleicht die ein oder andere begünstigende Maßnahme dann doch nicht kommen wird. Man wird sehen, welche Interessengruppen sich da dann entsprechend durchsetzen. Was nämlich im Wachstumschancengesetz vorgesehen wäre, dass die Verpflegungspauschalen für die inländischen Dienstreisen angehoben werden ab 2024. Und Sie sehen es, die 24 Stunden Abwesenheit soll auf 32 Euro erhöht werden. Der An- und Abreisetag beziehungsweise die sozusagen nur eintägige
Dienstreise auf 16 Euro. Das ist natürlich zum einen auch ein bisschen wie die Inflationsausgleichsprämie dazu gedacht, die Mitarbeiter, die reisen müssen, sie kennen die Diskussion, dass vielleicht für oder ziemlich sicher das Mehrwertsteuerprivileg für die Gastronomie nicht verlängert wird. Das heißt, dass Verpflegung teurer wird. Und das ist der Hintergrund, warum man diese Verpflegungspauschalen ab 24 anheben möchte. Wie gesagt, ob das sich durchsetzt, bleibt dem Vermittlungsausschuss vorbehalten. Ganz interessant, eine Regelung, die seit vielen, vielen Jahren bestehende Grenze von Euro 35 Euro netto je Empfänger und Kalenderjahr als Grenze für den Betriebsausgabenabzug für Geschenke an Geschäftsfreunde soll auf 50 Euro erhöht werden. Sie wissen, für den Abzug für Geschenke an eigene Mitarbeiter gibt es ja keine Begrenzung für den Betriebsausgabenabzug, für die Geschenke an Geschäftsfreunde eben die langjährigen 35 Euro. Die 50 Euro, Grenze soll dann auch gelten für Wirtschaftsjahre, die ab dem 01.01.24 beginnen, also für abweichende Kalenderjahre 23, 24, die schon begonnen haben und in 24 enden, bleibt es auf jeden Fall noch bei den 35 Euro. Die Regelungen für die Firmenwagen wird auch ab 2024 soll geplant geändert werden. Nämlich zum einen, dass die Vergünstigung, dass ich für Firmenwagen nur 0,25% des Bruttolistenpreises und ich 1% ansetzen muss, die gibt es ja schon seit 2019 für alle Elektrofahrzeuge mit einem Bruttolistenpreis bis 60.000 Euro. Und ab 2024 gilt es dann auch für Elektrofahrzeuge mit Bruttolistenpreis bis zu 70.000 Euro. Für die Elektrofahrzeuge, die diese Grenze überschreiten, ist die Vergünstigung nur 50% des Bruttolistenpreises. Und da ergibt sich allerdings keine Änderung. Da haben wir schon seit 2022 die Regelung, dass ein maximaler CO2-Ausstoß pro Kilometer von 50 Gramm vorliegen darf und die Reichweite mindestens 60 Kilometer betragen muss. Für die Hybridfahrzeuge galt das auch, aber hier ist ab 2025 die Regelung getroffen, dass die nur noch abgestellt wird auf die Emission dieser Hybridfahrzeuge und zwar ab 2025. Da ist ja erhöht worden oder für die sollte ja erhöht werden die Reichweite, dass sie mindestens 80 Kilometer Reichweite haben müssen, um begünstigt zu sein und der Ausstoß. Und hier ist für die Hybridfahrzeuge es so, dass die Reichweite dann keine Rolle mehr spielt, sondern dass die nicht mehr begünstigt sind, unabhängig davon, wie weit ich mit dem Hybridfahrzeug elektrisch fahren kann, wenn sie einen Ausstoß von mehr als 50 Gramm CO2 pro Kilometer haben. Diese Erhöhung des Bruttolistenpreises für die Elektrofahrzeuge gilt für alle Anschaffungen oder Leasing von Neuwagen nach dem 31.12.2023. Und weitere geplante Maßnahmen im Wachstumschancengesetz, wo man im Moment leider noch nicht so genau weiß, ob sie kommen oder nicht, wäre eine Anhebung des Freibetrags für Betriebsveranstaltungen. Da haben wir ja seit 2015 den Betrag von Euro 110. Der war früher eine Freigrenze. Jetzt ist er seit 2015 ein Freibetrag. Der gilt pro Arbeitnehmer für zwei Betriebsveranstaltungen im Kalenderjahr. Und hier ist geplant, diesen Freibetrag auf Euro 150 anzuheben
Und zwar für alle Betriebsveranstaltungen, die ab 2024 durchgeführt werden. Also wenn Sie keine Weihnachtsfeier machen in 2023, sondern eine Jahresanfangsfeier im Januar 2024, dann kann es sein, wenn das Wachstumschancengesetz so wie geplant durchgeht, dass Sie dann schon 150 Euro pro Arbeitnehmer steuerfrei ausgeben können. Dieser Betrag von Euro 150, wie auch der bisherige Betrag von Euro 110, verstehen sich brutto inklusive Mehrwertsteuer. Was für Arbeitgeber, glaube ich, ein sehr interessantes Thema ist, dass das Wachstumschancengesetz eine Regelung enthält, dass die Anwendung der Fünftelregelung für Abfindungen oder Vergütungen für mehrjährige Tätigkeit im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens abgeschafft werden soll. Dass das zukünftig ab 2024 nur noch über die Einkommensteuerveranlagung des Arbeitnehmers abgewickelt wird. Das, denke ich mir, ist zum einen eine Erleichterung für die Arbeitgeber, weil die Fünftelregelung ja an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist, ja, diese berühmte Zusammenballung der Einkünfte, Abfindung für den Verlust des Arbeitsplatzes und so weiter. Und Sie als Arbeitgeber, ja, wenn Sie die Fünftelregelung aktuell anwenden, im Lohnsteuerabzug natürlich diese ganzen Voraussetzungen abprüfen müssen, damit Sie haftungsfrei die Fünftelregelung durchführen können. Und oft wissen Sie ja gar nicht, was der Mitarbeiter, wenn er bei Ihnen ausgeschieden ist, woanders verdient, ja, was Sie ja eigentlich bei der Berücksichtigung der Fünftelregelung mit wissen müssten, um die Steuerberechnung korrekt vorzunehmen. Insoweit ist es, denke ich, eine Erleichterung und auch eine, und die Mitarbeiter können das dann auch, wenn das Gesetz so umgesetzt wird, nicht mehr verlangen. Oft sieht man das ja in so arbeitsgerichtlichen Vergleichen, dass da drin steht, der Arbeitgeber muss die Fünftelregelung anwenden. Also wenn es gesetzlich wirklich komplett in die Einkommensteuerveranlagung des Arbeitnehmers verlagert wird, dann muss er dort gegenüber seinem Wohnsitzfinanzamt die Voraussetzung das Vorliegen der Voraussetzungen nachweisen. Ja. Was noch nicht ganz klar ist, ob der Arbeitgeber dann eine zusätzliche Bescheinigungspflicht hat für das, was Abfindung und so weiter ist, aber nicht nach der Fünftelregelung besteuert wurde. Da ist die technische Umsetzung über die Lohnsteuerbescheinigung noch nicht so ganz ausgegoren. Momentan müssen Sie ja nur in einer extrigen Zeile bescheinigen, was Sie nach der Fünftelregelung versteuert haben und wie sich da die Steuer berechnet hat. Und wenn das wegfällt, dann wäre ja im Grundsatz der Betrag, der theoretisch fünftelregelungsfähig ist, ganz einfach im Bruttoarbeitslohn in der Zeile 3 enthalten. Also da wird man noch darauf warten, wenn das Gesetz so kommt, was da eventuell als ergänzende Bescheinigungspflicht des Arbeitgebers dann vielleicht auf Sie zukommt. Und interessant auch zur Gruppenunfallversicherung, da gibt es ja die Möglichkeit, die Beträge für eine Gruppenunfallversicherung für die Mitarbeiter mit 20% pauschal zu versteuern. Diese Pauschalversteuerung führt dann auch dazu, dass die Beiträge sozialversicherungsfrei sind. Voraussetzung ist aber bisher, dass der durchschnittliche Beitrag, ich sage es jetzt mal netto, ohne Versicherungssteuer 100 Euro pro Arbeitnehmer im Kalenderjahr nicht übersteigt. Und ab 2024 wird diese Betragsgrenze von 100 Euro für die pauschale Versteuerung aufgehoben. Das heißt, Gruppenunfallversicherungsverträge werden dann oder Beiträge können dann generell mit 20% pauschal versteuert werden, unabhängig von der Höhe des durchschnittlichen Beitrags pro Arbeitnehmer. Und das gilt sowohl für bereits bestehende Gruppenunfallversicherung, also die Sie bisher nur pauschal versteuern durften, wenn die 100 Euro eingehalten wurden, als auch für ab 24 neu abgeschlossene Gruppenunfallversicherung. Wie gesagt, ich finde es
sehr spannende lohnsteuerliche Änderungen im Wachstumschancengesetz. Manches wirklich Arbeitnehmer- und Arbeitgeberfreundlich und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas bürokratieentlastend für die Arbeitgeber. Aber wie gesagt, Sicherheit, ob das alles so kommt, haben wir erst, wenn das Verfahren im Vermittlungsausschuss abgeschlossen ist. Aber darüber werden wir es ja natürlich auch in den Deloitte Tax News auf dem Laufenden halten oder dann in unserem Arbeitgeberseminar 2024 darüber berichten. Das wären die Hinweise aus der Gesetzgebung gewesen. Nun einige aktuelle Informationen aus der Finanzverwaltung. Es gibt ja seit dem 1. Januar 2023 eine Regelung speziell für häusliche Arbeitszimmer und auch für die sogenannte Homeoffice-Pauschale. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Die Homeoffice-Pauschale setzt nicht voraus, dass der Mitarbeiter daheim ein häusliches Arbeitszimmer im steuerlichen Sinne hat. Und die war ja zunächst mal begrenzt auf die Corona-Zeit. Nun ist es unbefristet eingeführt. Jeder Arbeitnehmer kann in seiner persönlichen Einkommensteuererklärung eine Homeoffice-Pauschale von 6 Euro pro Tag geltend machen, an denen er tatsächlich im Homeoffice gearbeitet hat und nicht im Büro gewesen ist. Und tatsächlich muss es ein voller Arbeitstag sein für die Homeoffice-Pauschale. Also einen halben Tag auf Dienstreise und die halben Tag im Homeoffice gearbeitet, gilt nicht als Homeoffice-Tag, um diese Pauschale geltend zu machen. Auch halben Tag im Büro sein und einen halben Tag zu Hause arbeiten, gilt auch nicht als Homeoffice-pauschalenfähiger Tag. Und begrenzt ist diese Homeoffice-Pauschale 6 Euro pro Tag auf einen Jahresbetrag von 1.260 Euro. Also das heißt, um diesen Höchstbetrag auszuschöpfen, muss jemand schon sehr viele Tage im Homeoffice ausschließlich gearbeitet haben. Bisher war dieser Höchstbetrag 600 Euro und der ist jetzt, weil viele Unternehmen Homeoffice-Regelungen auch nach Corona beibehalten haben, zum Teil modifiziert, aber beibehalten haben, ab 1.260 Euro angestiegen. Das heißt, diese Möglichkeit gibt es für die Arbeitnehmer bereits in der Einkommensteuererklärung 2023, weil dieses Gesetz zum 01.01.2023 in Kraft gesetzt wurde. Was wir sehr oft gefragt werden, ob diese Homeoffice-Pauschale vom Arbeitgeber steuerfrei an die Mitarbeiter ausgezahlt werden kann. Das muss man leider ganz deutlich verneinen. Diese Homeoffice-Pauschale ist eine reine Werbungskostenregelung für die persönliche Einkommensteuererklärung des Mitarbeiters. Eine steuerfreie Erstattung oder Auszahlung dieser Homeoffice-Pauschale durch den Arbeitgeber ist nicht möglich. Wenn Sie als Arbeitgeber Ihren Mitarbeitern das bezahlen wollen, dann ist es steuerpflichtiger Arbeitslohn. Dann muss der Mitarbeiter diese 6 Euro pro Tag versteuern. Es ist ein sogenannter steuerpflichtiger Werbungskostenersatz dann und wirklich abzugsfähig ist es dann nur beim Arbeitnehmer in seiner persönlichen Einkommensteuererklärung. Was anderes als die Homeoffice-Pauschale ist die sogenannte Arbeitszimmer-Pauschale, die zum einen sehr ähnlich ist, auch vom Betrag her, wie die Homeoffice-Pauschale. Allerdings ist die unabhängig davon, wie viele Tage der Mitarbeiter tatsächlich in seinem häuslichen Arbeitszimmer arbeitet. Es ist aber Voraussetzung dafür, dass ich das anwenden kann, dass dem Mitarbeiter kein anderer Arbeitsplatz im Unternehmen dauerhaft zur Verfügung steht oder dass es den Mittelpunkt der beruflichen Betätigung darstellt. Also das heißt, wenn ein Mitarbeiter ins Büro kommen kann und sei es nur, weil er dort einen mobilen Arbeitsplatz hat, ja,
Also kein wirklich eigenes Büro, keinen festen Schreibtisch, sondern gibt ja jetzt viel so diese, wo man sich einbucht, wenn man ins Büro kommt und dann einen entsprechenden Schreibtisch nutzen kann. Auch das gilt als Arbeitsplatz im Unternehmen. Und auch wenn der Mitarbeiter nicht immer den gleichen hat, ja, sondern halt sich da einbuchen kann, wo gerade frei ist, hat er trotzdem dauerhaft einen Arbeitsplatz zur Verfügung. Halt nicht immer den gleichen, aber es ist ein Arbeitsplatz im Unternehmen. Und insoweit scheidet dann eigentlich diese Jahrespauschale fürs Arbeitszimmer schon aus. Und natürlich muss diese Arbeitszimmerpauschale auch dann nachweisen, dass ein häusliches Arbeitszimmer im steuerlichen Sinne vorliegt, ja, dass es ein abgeschlossener Raum ist, dass es nicht ein Durchgangszimmer ist, dass es nicht nur eine Ecke im Wohnzimmer ist. Also das alles muss für diese Arbeitszimmerpauschale weiterhin erfüllt sein. Die Homeoffice-Pauschale kann der Mitarbeiter auch geltend machen, wenn er daheim am Küchentisch arbeitet oder am Esszimmertisch. Die tatsächlichen Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, also auch wenn die wesentlich höher sind als die Euro 1260, kann jemand nur dann geltend machen, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Betätigung bildet. Das ist immer ein bisschen schwierig nachzuweisen. Gerade bei Außendienstmitarbeitern gibt es oft die Diskussion, was ist jetzt der Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit? Ist es das Arbeiten im Arbeitszimmer zu Hause oder ist es doch das Unterwegssein bei den Kunden? Also hier muss man einfach tatsächlich sich dann den Einzelfall anschauen und sagen, wo liegt der Mittelpunkt der gesamten beruflichen Betätigung. Aber auch für die Arbeitszimmerpauschale bzw. die tatsächlichen Aufwendungen gilt, das ist ein Fall des Werbungskostenabzugs des Arbeitnehmers in seiner persönlichen Einkommensteuererklärung. Wenn Sie Ihrem Arbeitgeber eine Homeoffice-Pauschale oder eine Arbeitszimmerpauschale bezahlen, ja, dann ist es immer steuerpflichtiger Arbeitslohn. Also das können Sie nicht steuerfrei bezahlen. Was Sie natürlich dem Mitarbeiter steuerfrei für sein Arbeitszimmer oder das Homeoffice zur Verfügung stellen können, sind Arbeitsmittel wie Laptop, wie ein Kopierer, wie vielleicht ein Bürostuhl. Aber das sind alles Dinge, die müssen in Ihrem Eigentum verbleiben. Also die müssten Sie als, wie die Büroausstattung im Büro auch, als Ihre Dinge entsprechend bilanzieren und dem Mitarbeiter nur zur Nutzung überlassen für sein Homeoffice. Das ist natürlich schon steuerfrei möglich oder dass Sie ihm Papier für seinen Drucker oder sowas zur Verfügung stellen. Das sind alles Arbeitsmittel. Ja? Arbeitszimmer ist speziell wirklich tatsächlich die Einrichtung des Zimmers, eventuell anteilige Mietkosten, ist, wenn es im eigenen Haus des Mitarbeiters ist, anteilige AFA und so weiter. Also diese Dinge sollen dadurch abgedeckt werden, aber ist in der Tat eine Sache für die Einkommensteuererklärung des Mitarbeiters. Und wenn Sie hier als Arbeitgeber was erstatten, was nicht reine Arbeitsmittel sind, dann ist es immer steuerpflichtiger Arbeitslohn. Im August 2023 gab es zu dieser gesetzlichen Regelung ein BMF-Schreiben, das wirklich sehr, finde ich, informativ ist. Deswegen haben wir Ihnen hier auch ganz ausführlich nicht nur das Datum, sondern auch das Aktenzeichen aufgeschrieben, weil man sich das auch beim BMF dann entsprechend runterladen kann. Dort sind auch viele Anwendungsbeispiele drin. Also ich finde, mit dem kann man in der Praxis ganz gut arbeiten. Das Deutschlandticket ist auch immer ein Thema. Sie wissen ja, es gibt nach Paragraph 3 Nummer 15 eine Steuerbefreiung für Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwendungen der Arbeitnehmer für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr und im persönlichen Nahverkehr. Auch für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte.
die dann steuerfrei bleiben, wenn sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Also auch hier keine Gehaltsumwandlung, sonst wird es steuerpflichtig, aber steuerfrei zusätzlich zum Arbeitslohn. Und der klassische Anwendungsfall dieser Regelung ist eben das sogenannte Jobticket, ja. Und die Frage war, gilt denn auch dieses Deutschland-Ticket, mit dem ich ja deutschlandweit fahren kann, nicht nur wie in München zum Beispiel mit dem MVV ins Büro fahren kann, sondern ich kann auch in Hamburg, wenn ich dort privat bin, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und hier gilt die Regelung, für dieses sogenannte Jobticket bleiben auch private Fahrten im Linienverkehr und öffentlichen Personennahverkehr steuerfrei, stellen keinen geldwerten Vorteil dar. Dieser sogenannte Personennahverkehr und Fernverkehr ist definiert im BMF-Schreiben vom 15.08.2019. Und da ist ganz klar geregelt, dass die Fernzüge, also klassisch wie ICE, IC und EC oder TGW oder Thalys, gelten als Fernverkehr. Und wenn ich ein Ticket habe, das ich auch dafür nutzen kann, dann ist diese Steuerfreiheit nicht gegeben. Und jetzt ist natürlich das Deutschlandticket im Grunde auch, ja erstmal nur gültig für den Regionalverkehr und den Linienverkehr, aber es ist freigegeben durch die Deutsche Bahn für bestimmte Fernzüge. Und hier hat jetzt das BMF geregelt in einem aktuellen Schreiben vom November 23, dass die Freigabe des Deutschlandtickets für bestimmte ICE, und die sind genau geregelt, Deutschen Bahn, für welche ich das Deutschlandticket nutzen kann, dass das der Steuerfreiheit nach 3 Nummer 15 nicht entgegensteht, dass es trotzdem steuerfrei bleibt, weil es eingeschränkt ist nur für bestimmte Fernzüge. Also das ist vielleicht nochmal ganz, wenn jemand in dem Geltungsbereich von diesem erweiterten Nutzung des Deutschlandtickets wohnt, also hier besteht keine Gefahr, die Steuerfreiheit zu verlieren. Wichtig ist, es muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Und diese unentgeltliche oder verbilligte Überlassung des Jobtickets, weil es ja für Fahrten zwischen Wohnung und erste Tätigkeitsstätte genutzt wird, mindert natürlich den Werbungskostenabzug des Mitarbeiters über die Entfernungspauschale für diese Strecken. Und deshalb haben Sie als Arbeitgeber, wenn Sie dem Mitarbeiter ein Jobticket gewähren, eine entsprechende Bescheinigungspflicht in der Jahreslohnsteuerbescheinigung, und zwar in der Zeile 17, wo steuerfreie Leistungen des Arbeitgebers für Fahrten, Wohnung und erste Tätigkeitsstätte bescheinigt werden müssen. Bereits veröffentlicht ist die aktuelle Auslandskostenreisentabelle, und zwar für Dienstreisen ab dem 01.01.24, wurde vor einer knappen Woche und einer guten Woche veröffentlicht, auch abrufbar auf der Internetseite des BMF. Gilt natürlich erst für Reisen, für Auslandsreisen, die ab dem 01.01.24 angetreten und durchgeführt werden, nicht abgerechnet. Also für den, der in 24 erst eine Dienstreise aus dem Dezember 23 abrechnet, gelten noch die für 23 gültigen Werte in der Auslandsreisekostentabelle. Und dieses BMF-Schreiben sowie weitere auch in der Rechtsprechung entwickelte Neuerungen zum steuerlichen Reisekostenrecht werden wir dann ausführlich im Arbeitgeberseminar Lohnsteuer und Sozialversicherung 2024 behandeln. Hier nochmal ein Hinweis, steht ja jetzt dann an, die elektronische Lohnsteuerbescheinigung für 2023. Was hier ganz wichtig ist, dass Sie als Arbeitgeber, Sie erinnern sich, da haben Sie früher für einen Mitarbeiter hier eingetragen, die ETIN des Mitarbeiters. Ab 2023 ist ausschließlich die Steueridentifikationsnummer zu verwenden.
Das heißt, wenn Sie Mitarbeiter haben, von denen Ihnen die Steuer-ID noch nicht vorliegt, sollten Sie das bitte unbedingt vor Erstellung der Jahreslohnsteuerbescheinigungen, was ja meistens mit der Gehaltsabrechnung Dezember erfolgt, sollten Sie die unbedingt noch abfragen, weil Sie die ETIN für die elektronische Lohnsteuerbescheinigung 2023 schon nicht mehr verwenden können. Die Übermittlung der elektronischen Bescheinigung an das zuständige Arbeitgeberfinanzamt nächstes Jahr ist Schaltjahr, ist bis zum 29. Februar 2024 vorzunehmen. Und ich denke, die Datenübermittlung läuft in den meisten Unternehmen über die Schnittstelle eigentlich unproblematisch. Auch das Muster für die Lohnsteuerbescheinigung 2024 ist schon bekannt gegeben. Was ein bisschen problematisch ist, sind die Zeilen 9 und 10 auf der Lohnsteuerbescheinigung 2024, weil die mit, wenn das Wachstumschancengesetz so kommt, wie es geplant ist, die Fünftelregelung wegfällt im Lohnsteuerabzug für die Abfindungen. Ob die Bescheinigung nochmal geändert wird diesbezüglich, wird oder das Muster der Bescheinigung diesbezüglich nochmal geändert wird und dann einfach eine Bescheinigung enthält, was gezahlt wurde, ist momentan noch offen. Also solange es kein neues Muster gibt für die Lohnsteuerbescheinigung 2024, verwenden Sie bitte das im September 23 veröffentlichte amtliche Muster. Dann haben wir Ihnen noch zusammengestellt in Übersichten die amtlichen Sachbezugswerte für 2024. Da spielt die Musik in der Regel hier unten. Sie sehen, die Sachbezugswerte für Frühstück und Mittag- und Abendessen sind wieder etwas angehoben worden. Frühstück sind jetzt ab 24 Sachbezugswert 2,17 €. Mittag- und Abendessen jeweils 4,13 €. Das ist zum einen wichtig für die Versteuerung unentgeltlicher Kantinenmahlzeiten, zum anderen aber auch wichtig, wie man einen Geldwertenvorteil vermeiden kann, nämlich immer dann, wenn der Mitarbeiter mindestens den amtlichen Sachbezugswert für das Mittagessen in der Kantine bezahlen muss, dann entsteht gar kein Geldwertervorteil und da müsste man halt dann entsprechend ab 2024 entsprechende Preisanpassungen vornehmen aufgrund der amtlichen neuen Sachbezugswerte. Und auch haben wir Ihnen hier nochmal dargestellt, die aktuellen Pauschbeträge für Umzugskosten. Die sind im April 2022 letztmalig angehoben worden. Momentan ist noch nichts bekannt, dass sich die ab 2024 erhöhen oder ändern werden. Das heißt, insoweit sind die Ihnen bekannten Beträge noch gültig. Damit wäre ich mit dem Thema Lohnsteuer im Bereich Hinweise für Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch und dafür das Thema Sozialversicherung nochmal an den Kollegen Ronny Spors verweisen. Ja, vielen Dank. Für die Sozialversicherung beginnen wir auch mit einer Übersichtstabelle. Und zwar die gültigen Beitragssätze für das kommende Jahr. Da hat sich im Bereich der Kranken- und Renten- und Arbeitslosenversicherung relativ wenig getan. Es hat sich was getan bei der Pflegeversicherung, allerdings jetzt nicht zum Jahreswechsel, sondern bereits unterjährig in diesem Jahr. Der ein oder andere wird es ja auf seiner eigenen Lohnabrechnung gesehen haben. Es gab da insoweit eine Neuregelung bei der Pflegeversicherung, dass der allgemeine Beitragssatz erstmal grundsätzlich deutlich angehoben wurde, dass der Zuschlag, den Kinderlose zahlen, auch nochmal deutlich angehoben wurde und dass es entsprechend jetzt zusätzlich Abschläge gibt, sofern ich noch Kinder unter 25 Jahren im Haushalt habe und dass ab dem zweiten bis zum fünften Kind dann entsprechend nochmal 0,25 Prozentpunkte an Beitrag nachgelassen werden. Insoweit ist das eine Änderung zur bisherigen Vorgehensweise, wo man ja den Zuschlag für Kinderlose musste gezahlt werden und man hat halt als
Arbeitnehmer, der irgendwann mal ein Kind großgezogen hat, dauerhaft halt den geringeren Beitrag. Dieser Zusatzabschlag jetzt, der noch diese 0,25% Prozentpunkte, gilt nur so lange die zweiten, dritten, vierten, fünften Kinder unter 25 Jahre sind. Das heißt also, wenn man irgendwann erwachsene Kinder hat, fällt dieser Abschlag, den man da hat, weg und dann entspricht das, ich sag mal, ähnlich der Altregelung. Ja, man hat einen Zuschlag für Kinderlose, man hat einen festen Satz für die, die Kinder mal erzogen haben. Man hat aber jetzt nur noch einen Zusatzvorteil, solange die Kinder noch, ich sag mal, klein genug sind und noch im Haushalt leben, also bis 25 Jahren. Gut. Den Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung, auch der ist nicht neu. Wie weit er sich krankenkassenabhängig dieses Jahr erhöhen wird, bleibt abzuwarten. Da ist ja jede Krankenkasse für ihre eigenen Finanzen an dem Punkt etwas selbst verantwortlich. Und man wird absehen müssen, wie sich das noch entwickelt. Dass da eine Steigerung zu erwarten ist, ist wahrscheinlich vorherzusagen. So, die Pflichtgrenze, für die, ab der man sich weiterhin privat versichern kann, wurde entsprechend angehoben, wird jetzt liegen bei 69.300. Und die Beitragsbemessungsgrenzen haben wir Ihnen auch nochmal aufgelistet. Die steigen im Vergleich zum letzten Jahr deutlich. Es gab ja mal so eine Delle während Corona, wo die Lohnentwicklung auch nicht zu hoch war. Aber mit den doch recht üppigen Lohnabschlüssen in dem einen oder anderen Bereich sind dann jetzt entsprechend die Beitragsbemessungsgrenzen auch etwas deutlicher angehoben worden. Wir haben immer noch eine getrennte Beitragsbemessungsgrenze zwischen für die Renten und Arbeitslosenversicherung zwischen Rechtskreis Ost und West. Der Unterschied wird zwar immer kleiner, aber noch ist er da und bleibt abzuwarten, wann er dann entsprechend endlich aufgeholt ist. Auch Änderung zum 01.01.24 wird der Mindestlohn steigen um 41 Cent von bisher 12 Euro die Stunde auf 12,41 Euro pro Stunde. Und mit dem Mindestlohn machen wir jetzt hier auch ein Stück weit insoweit weiter, weil der auch eine Auswirkung hat auf Minijobler. Da kennen Sie ja die Regelung, na, wenn man ein regelmäßiges Einkommen unter der Minijobgrenze hat, dann kann der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge pauschal abführen und der Minijobber hat insoweit keine Sozialversicherung und Steuerabzüge, außer er optiert nicht aus der Rentenversicherung raus, dann hat er noch Rentenversicherungsabzüge. Und da hatten wir in der Vergangenheit immer so ein bisschen die Problematik, dass natürlich diese Minijobgrenze fest war und mit dem Anstieg des Mindestlohns durchaus in verschiedensten Fällen die Anzahl der Stunden reduziert werden musste, weil die Bezahlung zum Mindestlohn und die bisherige regelmäßige Arbeitszeit einfach nicht mehr die Grenze des Minijobs eingehalten hatten. Das war immer ein bisschen Rechnerei und Anpassung. Und das Ganze soll es in Zukunft nicht mehr geben. Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 steigt ja der Mindestlohn und zum selben Zeitpunkt wird auch die Grenze für den Minijobler hochgesetzt. Das heißt also, die Geringfügigkeitsgrenze steigt zum 1. Januar 2024 auf entsprechend 538 Euro. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass man eine bestimmte Anzahl von Stunden erbringen können soll zum Mindestlohn und trotzdem dann immer noch Minijobber sein soll. So, und das Ganze wird jetzt oder ist jetzt mittlerweile gesetzlich geregelt, dass diese Minijobgrenze dynamisch ist. Das heißt, sie passt sich an, wenn sich der gesetzliche Mindestlohn anpasst. So, und es soll erreicht werden, dass man 10 Stunden die Woche zum Mindestlohn arbeitet und dann immer noch Minijobber bleibt. So, jetzt ist das Problem, dass der normale Monat ja nicht exakt 4 Wochen hat, sondern unterschiedliche Anzahl. Und deswegen gibt es da jetzt eine Formel, die halt den Mindestlohn mal 130 durch 3 teilt. Ja, damit kommt man auf ziemlich in den Bereich von 4,33, was ja sozusagen die Wochen im Monat durchschnittlich wären und ermittelt auf der Basis halt den auf Basis des Mindestlohns und den 10 Stunden pro Woche die Minijobgrenze, die dann entsprechend noch gerundet wird. Und so kommt man auf diese 538 Euro. Das heißt also, zukünftig soll es also, wenn man maximal 10 Stunden die Woche arbeitet, keine Neuanpassung der Stunden geben, sondern die Anhöhung des Mindestlohns führt auch automatisch zu einer Anpassung der Geringfügigkeitsgrenze und man muss sich dann über die Stunden keine Gedanken machen. Soweit vereinfachend.
Das nächste, wobei ich da jetzt nicht unbedingt von Vereinfachung unbedingt sprechen möchte, ist, auch das ist nicht ganz neu, das bisherige System, mit dem man außerhalb der Lohn- und Gehaltsabrechnung Sozialversicherungsmeldungen, Beitragsnachweise und Ähnliches übermitteln konnte an die Sozialversicherungsträger, das war das System SVNet. Das war für Kleinstunternehmer kostenfrei. Wer das in größerem Umfang genutzt hat und da über 100 Meldungen abgegeben hat, musste irgendwann auch für dieses System bereits was bezahlen. Dieses System wird mit Wirkung 31.12.2023 abgeschaltet und wird ersetzt durch das SV-Meldeportal. Also, es ist so, das Ganze hat jetzt nicht nur einen neuen Namen, sondern durchaus auch neuere Inhalte. Zum einen soll es natürlich dazu dienen, dass diese entsprechenden Meldungen elektronisch vorgehalten werden, dass sie auch für Prüfungen elektronisch zur Verfügung stehen. Und es ist immer noch im Hinterkopf der Verwaltung, dass es natürlich vorrangig für Kleinunternehmen, Kleinstbetriebe angewendet werden sollte oder genutzt werden soll. Nichtsdestotrotz gibt es hier ein paar Veränderungen. Zum einen ist es so, dass man, um dieses Portal nutzen zu können, sich nicht mehr mit einem normalen Zugang dort einloggen kann, sondern jetzt die Elster-ID des Unternehmens als zentraler Zugangspunkt und Zugangs-Login verwendet werden soll. Hintergrund dessen ist eine EU-Anforderung, ne, die sagt, also es muss eine Verbundenheit der Portalwege der öffentlichen Finanzverwaltung und der öffentlichen Verwaltung geben und dementsprechend halt sozusagen einen einzelnen Zugang, hier in dem Fall die Elster-ID, die halt auch für dieses System verwendet werden soll. Wenn man eventuell für mehrere Unternehmen, also für mehrere Arbeitgeber, die dieses nutzen möchte, dann muss man sich halt für jede von den Betriebsnummern separat freischalten lassen. Ne? Und diese Freischaltung erfolgt im Zwei-Wege-Verfahren. Das heißt also, man kann das nicht einfach für sich beantragen, sondern da geht dann auch immer eine entsprechende Freigabe mit einem entsprechenden Code, den man dann eingeben muss, einmalig, um sich da zu authentifizieren, an den Inhaber des Betriebes bzw. den Arbeitgeber. Also das heißt, hier hat man durchaus, wenn man jetzt dieses System umstellt, mit einem gewissen Vorlauf zu rechnen. Man kann also nicht direkt zum 1. Januar starten, sondern muss da entsprechend die Zugangsberechtigungen sich eingerichtet haben. Also insoweit denken Sie da rechtzeitig daran, das entsprechend einzurichten. Das System ist bereits seit einer Weile, also seit Oktober, nutzbar. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Nutzung soll zum Ende des Jahres eingestellt werden und neu nur noch das System verwendet werden. Also SVNet stirbt hart sozusagen. Und deswegen schauen Sie, wenn Sie bisher das SVNet genutzt haben, dass Sie da entsprechend Zugang auf das neue System haben. Das neue System wird auch kostenpflichtig sein. Es gibt eine Übergangszeit noch bis 2024 einschließlich. Wenn man sich also bis da zum Ende März registriert hat nächsten Jahres, dann hat man 2024 noch kostenfrei. Danach, wie gesagt, wird es entsprechend ein kostenpflichtiges System, was man nutzt. Damit wäre auch der lokale, nationale Sozialversicherungsteil direkt schon besprochen. Und wir hätten jetzt noch einen Hinweis zum internationalen Arbeiten. Und das Ganze ist eine neue Option, die es gibt innerhalb Europas. Und Europa heißt hier nicht nur EU, sondern auch EWR. In Fällen, in denen Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. So, jetzt darf man aber nicht zu voreilig sein und sagen, also ne, Homeoffice ist damit gemeint. Nein, die Regelung hier ist ein sogenanntes multilaterales Rahmenabkommen, spricht von Telearbeit. So, Telearbeit ist insoweit definiert, also Terminus technicus an dem Punkt, der nämlich sagt, dass es eine grenzüberschreitende Tätigkeit ist, die ortsunabhängig erbracht werden kann, ne, in den Räumlichkeiten des Arbeitgebers, aber auch außerhalb der Räumlichkeiten, in einem Mitgliedstaat. Wie gesagt, das ist vom Prinzip eine EU-Regelung.
die aber nicht nur auf die EU begrenzt ist, und die sich auf Informationstechnologie stützt, um halt in die Systeme des Arbeitgebers mit Kunden und Kollegen und Arbeitgeber in Kontakt zu bleiben und zu arbeiten. Das ist für den normalen Bürotäter natürlich Homeoffice-Arbeit, aber wie gesagt, nicht jede Homeoffice-Arbeit qualifiziert sich hier für die Telearbeit. Was ist die Idee dahinter? Nun, in Zeiten von Corona waren ja viele Büros geschlossen, Mitarbeiter haben von zu Hause gearbeitet und es hat sich natürlich ein bisschen gezeigt, dass diverse Tätigkeiten durchaus auch mal von außerhalb des Unternehmens erfüllt werden können. Und da stieg sowohl die Flexibilität als auch natürlich die Anforderungen von Seiten der Mitarbeitenden zu sagen, warum soll das denn nicht möglich sein, dass ich auch mal von woanders arbeite? So. Insbesondere halt von zu Hause. Corona hat es ja gezeigt, dass es funktioniert. Und während der Corona-Zeit gab es Sonderregelungen, die gesagt haben, also selbst wenn der Mitarbeiter jetzt aus seinem Homeoffice heraus arbeitet, also nicht am Sitz des Unternehmens, üblicherweise halt in einem anderen Land in solchen Fallgestaltungen, dann sollte das auf die Pflicht zur Sozialversicherung, also in welchem Land die Sozialversicherung einschlägig war, für so einen Mitarbeiter nichts ändern. Es gab also so eine, wie es bei dem Steuerrecht auch gab, ne, Sondervorschriften, die halt sozusagen diese Besonderheit Corona steuerlich und auch SV-rechtlich sozusagen ausgehebelt haben. Man gesagt hat, also gäbe es Corona nicht, wo hätte der Mitarbeiter gearbeitet? Und diese Rechtsfolgen sollen halt gezogen werden, unabhängig davon, dass der Mitarbeiter in der Zeit woanders gearbeitet hatte. Diese Regelungen sind zum 30.06. diesen Jahres ausgelaufen. So, das heißt also, wenn man dann weiterhin einen erheblichen Anteil aus dem Wohnsitzstaat des Mitarbeiters gearbeitet hat, dann gab es bis dahin ja nur die Regelung der Multistate-Worker und die hatte ja eine 25%-Grenze. Der Mitarbeiter durfte nicht mehr als 25% in seinem Wohnsitzstaat arbeiten, sonst fällt das Sozialversicherungsrecht an diesen Wohnsitzstaat. Und der, ich sag mal, in Deutschland sitzende Arbeitgeber müsste dann halt französische, belgische, wie auch immer geartete Sozialversicherung abführen. So. Und hier kommt jetzt so dann dieses Rahmen, diese Rahmenübereinkunft zum Tragen, die sagt also, ausschließlich Arbeitnehmer, die für einen Arbeitgeber in der Mitgliedstaat tätig sind und die aus ihrem Wohnsitzstaat heraus arbeiten, können diese Regelung in Anspruch nehmen und dann dürfen sie zwischen 25%, das ist ja die Regelung für die Multistate-Worker, bis hin zu 49,99, also unter 50% ihrer Tätigkeit ausüben. Ihre Telearbeit also durchführen aus ihrem Wohnsitzstaat und das Sozialversicherungsrecht bleibt weiterhin in dem Sitzstaat des Arbeitgebers. Ja. Diese Regelung ist antragsgebunden, das heißt, wenn der Mitarbeiter davon profitieren möchte oder das Unternehmen sagt, komm Mitarbeiter, das wäre doch für unseren Fall genau das Richtige, dann muss es im Interesse des Mitarbeiters beantragt werden und dann gilt die entsprechende Regelung. So, jetzt habe ich schon mehrfach gesagt, ne, Arbeitnehmer, ich habe mehrfach gesagt, Telearbeit. Damit sind wir bei dem Punkt, für wen gilt diese Regelung nicht? Grundsätzlich gilt sie nicht für Selbstständige, sie gilt nicht für Beamte und sie gilt nicht für Personen, die in dem Wohnsitzstaat auch andere Tätigkeiten als die Telearbeit ausführen. Das heißt, wenn Sie also Mitarbeiter haben, die in ihrem Wohnsitzstaat Kundenbesuche machen, die dort in einem Teilbetrieb oder in einer Betriebsstätte eingesetzt sind oder ähnliches, dann sind das keine Telearbeitstätigkeiten und dann unterfallen sie nicht dieser Regelung, sondern unterfallen entweder der normalen Regelung zu Multistate-Worker, also der regelmäßigen Beschäftigung in mehreren europäischen Staaten, oder können, wenn das Ganze eventuell zeitlich befristet ist, natürlich einer Entsendung oder Ausnahmevereinbarung unterliegen. Also hier muss man verschiedenste Fallgestaltungen unterscheiden und diese Rahmenübereinkunft gilt ausschließlich für diese Telearbeit, heißt Mitarbeiterarbeit eigentlich im Büro im Sitzstaat des Unternehmens und hier halt bis zu 50% jetzt halt Telearbeit von zu Hause, also seinem Wohnsitz in einem anderen europäischen Staat. Europäischer Staat ist das Stichwort. Welche Länder haben diese Rahmenübereinkunft unterschrieben? Und dann sieht man, dass es nicht alle EU-Staaten sind. Mal die Liste, wie sie hier zu sehen ist, ist aktuell abschließend.
Also Italien ist nicht beigetreten, Großbritannien gehört ja eh nicht mehr zur EU, ist aber auch nicht beigetreten, Irland ist nicht dabei, Dänemark ist nicht dabei. Also durchaus ein paar Staaten der Europäischen Union, in denen das halt nicht greift. Auch die baltischen Länder sind nicht dabei. Das heißt, wenn ich aus den Ländern Telearbeit machen würde, gilt die ganz normale EU-Regelung zum Multistate-Worker. Das heißt, ich darf maximal 25% aus meinem Wohnsitzstaat arbeiten, bevor das Sozialversicherungsrecht in den Wohnsitzstaat kippt. Die Anwendung, ich hatte es jetzt schon gesagt, also vom Prinzip, die Tätigkeit wird ausgeübt bis maximal ne, unter 50%, also ich darf es nicht mehr als 50% haben, das heißt 49,999 ist noch gut. Wenn ich also so viel der Tätigkeit als Telearbeit von meinem Wohnsitzstaat arbeite, dann unterliege ich weiterhin den Rechtsvorschriften des Sitzstaates des Arbeitgebers. Wenn ich nur einen Arbeitgeber habe, habe ich mehrere Arbeitgeber, dann gelten schon wieder andere Regelungen. Ne? Also das ist hier wirklich begrenzt auf einen sehr engen Tatbestand, der da abgedeckt werden soll. Komme ich auf mehr als 49% Telearbeit in meinem Wohnsitzstaat, dann kippt das Sozialversicherungsrecht in den Wohnsitzstaat. Ne? Und entsprechend muss dann der Arbeitgeber in dem Wohnsitzstaat des Mitarbeiters Sozialversicherungspflichten ausführen, Beiträge abführen, Meldungen machen und das ganze Programm abspielen. Zur zeitlichen Anwendung des Ganzen, ich sagte ja vorhin, die EU-Sonderregelungen zu Corona sind ja ausgelaufen per 30.06.23. Ab da gilt ja eigentlich der Standard der EU-Verordnung über soziale Sicherheit. Die meisten der gerade gezeigten Länder haben mit Wirkung 1. Juli 2023 dieses Abkommen unterzeichnet. Einzig Slowenien hat später unterschrieben, nämlich erst im September. Nichtsdestotrotz kann in allen Fällen rückwirkend auf den 1. Juli bzw. September mit Slowenien 23 noch ein Antrag gestellt werden, um mal halt die bereits vergangenen Zeiträume sozusagen abzusichern und unter diese Regelung zu fassen. So, wenn ich bis zum Juli 24 diesen Antrag gestellt habe, gilt er noch rückwirkend auf den Juli 23. Wenn ich danach Anträge stelle, dann gelten diese maximal 3 Monate rückwirkend. Das heißt also für alle diejenigen, die von dieser Regelung jetzt gerade, ich sag mal, Gebrauch machen, ohne entsprechend das offiziell gemeldet zu haben, wäre also jetzt hier noch ein bisschen Zeit, diesen Zustand rückwirkend zu heilen und eine entsprechende Bescheinigung A1 zu beantragen, um halt hier das Vorliegen, also die Anwendbarkeit dieser Regelung, deutlich zu machen und zu dokumentieren und dann halt entsprechend auch eine Bescheinigung zu haben, die mich halt von dem Sozialversicherungsrecht des Wohnsitzstaates befreit und weiterhin dem Sozialversicherungsrecht des Tätigkeitsstaates unterwirft. Das also die Sonderregelung zur Sozialversicherung im grenzüberschreitenden Telearbeitsfall. Zurück zu dir, Mel. Gut. Michaela, wir können dich noch nicht hören. Wir dürfen Ihnen jetzt, nachdem wir Ihnen die Hinweise gegeben haben für Arbeitgeber und Arbeitnehmer für das Jahr auslaufende Jahr 23 mit Ausblick auf 24, noch einen Hinweis geben auf Veranstaltungen kommende in diesem Zusammenhang. Zum einen diejenigen von Ihnen, die regelmäßig an unserem Quartals-Webcast Steuern und Recht im Überblick teilnehmen. Hier wird es im Dezember 2023 noch einen geben. Der findet auch in der Regel einstündig um die Mittagszeit statt. Wenn Sie da auf unsere Veranstaltungsseite gehen, noch, glaube ich, steht der Termin für den Dezember nicht endgültig fest, aber da finden Sie dann das Datum für die entsprechende Veranstaltung.
Ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, das Deloitte-Arbeitgeberseminar Lohnsteuer und Sozialversicherung 2024. Da sind gestern die Save the Dates rausgegangen. Einige von Ihnen haben es vielleicht schon bekommen. Wir werden das wieder als Webcast-Veranstaltung durchführen in der Zeit vom 29. Januar bis zum 1. Februar 2024. An 3 von diesen 4 Tagen werden die ersten 3 Tage verschiedene Themen zur Lohnsteuer ausführlich behandelt und am 4. Tag wird sich der Webcast Themen der Sozialversicherung widmen, die für das Jahr 2024 relevant sind. Mit dem Save the Date gestern haben wir auch einen Link verschickt zu einer Umfrage. Es werden immer wieder an uns Fragen herangetreten, warum wird es nicht mehr in Präsenz gemacht, sondern nur noch als Webcast. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen eine Umfrage, wer denn überhaupt noch oder wieder interessiert wäre, das Ganze in Präsenz zu besuchen. Und je nachdem, wie der Rücklauf ist aus dieser Umfrage, werden wir zusätzlich zu diesen 4 Webcast-Veranstaltungen in Hannover und München, so ist es derzeit vorgesehen, Präsenzveranstaltungen anbieten. Dann möchte ich noch hinweisen auf den Anhang, den Sie dann, auch wenn Sie die Unterlagen haben, finden, diese Checkliste zum Jahreswechsel. Die haben wir zum einen unterteilt in einige wichtige Hinweise für die Vorbereitung des Jahresabschlusses. Das knüpft ein bisschen an die vorangegangenen Sessions der Jahresendveranstaltung zum unternehmerischen Bereich. Dann auch für die Immobilienbesitzer eine kleine Checkliste, was vielleicht zum Jahreswechsel noch relevant sein könnte. Gleiches gilt für den Bereich Kapitalgesellschaften und ihre privaten Gesellschafter. Auch hier gibt es ja entsprechende Dinge, die vielleicht zum Jahreswechsel noch überprüft oder als Maßnahme noch gemacht werden müssen. Für die privaten Kapitalanleger hatten wir ja schon angesprochen in der Session, ganz wichtig, diese Verlustbescheinigung bis zum 15.12. Vielleicht auch den Freibetrag, wenn man es noch nicht gemacht hat, für nächstes Jahr noch anzuheben. Und auch für die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer eine kleine Checkliste, auch im Hinblick auf Inflationsausgleichsprämie, dass man als Arbeitgeber dran denkt, Lohnsteuerpauschalierungen rechtzeitig vorzunehmen, muss auch bis zum 29.02.2024 gemacht werden. Auch die 37b-Versteuerung, wer es noch nicht gemacht hat, dass man da entsprechend dran denkt. Und mit diesen Hinweisen darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, die Themen, die wir Ihnen vorgestellt haben, waren praxisrelevant und informativ. Über Ihr Feedback zur Veranstaltung würden wir uns natürlich ganz herzlich freuen. Ansonsten darf ich Ihnen eine schöne Adventszeit wünschen, erholsame Weihnachtsfeiertage und vor allen Dingen einen Übergang in ein gesundes und friedliches 2024 und freue mich, wenn wir uns vielleicht dann nächstes Jahr bei der ein oder anderen Veranstaltung wiedersehen und wiederhören. Alles Gute und auf Wiedersehen.